Hallöchen, ihr Lieben. Schaut mal, die Post war da. Ein riesen dickes, fettes Paket mal wieder. Und zwar von Fenzels. Ich räume das eben zur Seite. Und dann packen wir es gemeinsam auf. Und dann zeige ich euch, was drin ist. Da haben wir hier zum einen diese genialen Washi-Tape-Packungen. Ich mag die jetzt ungern auspacken, aber ich versuche euch mal zu zeigen, was da drin ist. Da haben wir einmal oder zweimal. Ja, zweimal 0,5, das sind die ganz schmalen da oben, dann kommt 0,8, zweimal. Dann viermal 1,5 cm und zweimal 3 cm. Ich guck mal, ob man da ein bisschen was erkennen kann vom Muster. Richtig, richtig schön. Und das Ganze ist, glaube ich, ja, aus Versehen zweimal gesendet worden. Aber das ist überhaupt nicht schlimm. Dann haben wir hier diese. Da sind diese drin. Auch richtig, richtig schön. Es ist immer zwei 0,5er, zwei 0,8er, vier 1,5 cm und zwei 3 cm. So, so schön. Und das vierte ist dann dieses hier. Ich hoffe, man kann es erkennen. Ich liebe es einfach. So, so schön, und Washi-Tape brauchen wir ja immer irgendwie. Dann geht es damit weiter. Das habt ihr hier bei mir schon ein paar Mal gesehen. Das sind diese Magnetleisten. Um damit Bilder aufzuhängen. Ich habe das sonst immer in 40 cm bestellt. Diesmal 50. Ich versuche das mal schnell euch zu zeigen. Und zwar haben wir hier diese Leisten, dazwischen wird ein Bild geklemmt und die halten dann mit Magnetleisten. Und dann kann man die nämlich an die Wand hängen. Richtig, richtig genial. Ich liebe die und werde die, glaube ich, auch immer wieder bestellen, weil Bilderrahmen in bestimmten Größen gibt es einfach nicht. Und dementsprechend ist das mit so einem Magnetleisten eigentlich ganz cool. Und dann machen wir mal weiter mit dem ersten Bild. Da bin ich ganz gespannt. Ich musste da schon mal reingucken vorhin, weil ich das nicht gesehen habe, welches das ist. Aber ich habe nur gelunzt oben kurz auf das Vorschaubild. Dann wollen wir mal. Wir haben hier... Okay, jetzt sieht man nicht. Ich packe es direkt aus. Einen Delfin in 40 mal 30 mit 30 Farben. Hier sieht man es nochmal richtig. Wenn man es dann erkennt vom Licht her, ist hier nicht so knaller. Hier ist das Toolkit, wie immer. Und da haben wir hier, ich weiß gar nicht, wie viel AB. Ich sehe hier eins, das sind runde Steine, zwei. Oh ja, 939 in großen Tüten, 310 haben wir auch schon gesehen. Ja, ich mag es jetzt ungern auspacken, weil dann immer alles durcheinander ist. Aber hier sind ein paar AB-Farben dabei und die sehen auch recht gut aus. Direkt wieder einpacken. Und dann kommen wir zum nächsten, da bin ich tatsächlich richtig gespannt drauf. Ich habe das vor ein paar Wochen mal in groß bestellt. Jetzt dann noch mal in 40x50. Und zwar handelt es sich um dieses wunderschöne Bild. Das habe ich in groß schon bestellt und jetzt dann halt noch mal in 40x50 ein bisschen kleiner. Hier, dieses Bild hat 40 Farben. 55x40 sogar. Und jetzt gucken wir mal. Okay, ich erkenne nicht viel, aber ich weiß, dass die Pixelung des Bildes nichts aussagt, sagt über die Qualität am Ende. Toolkit wie immer. Uiuiui, okay. 310. Ich guck gerade mal. Man hier auf dem ersten Blick, hier ist ein schönes Graublau AB. Hier ist ein Grün.
Die ist, glaube ich, noch weiß. Da sind einige AB-Farben dabei. Sehr, sehr schöne Farben. Auch wieder runde Steinchen. Und das eigentliche Bild hat hier so mega Konfetti. Also da sieht das hier schon ein bisschen besser aus. Wobei, auch nicht wirklich, was. Aber ich sehe gerade, das wird quer gepaintet. Okay, das ist hochkant, wird aber quer gepaintet. Also so dann. Finde ich ganz gut. So an sich erkennt man nicht viel, ne? Schnauze, den Mund erkennt man, aber die Blätter, aber so sonst den Rest nicht wirklich. Aber wie ich schon des Öfteren in meinen Videos erwähnt habe, ist das nicht ausschlaggebend und hat mit der Qualität am Ende überhaupt nichts zu tun. Ich weiß nicht, ob ich euch das jetzt schon gezeigt habe. So soll es am Ende aussehen. Da bin ich gespannt drauf. Da freue ich mich auch. Muss mal gucken, weil ich da die Zeit habe. Ich habe aktuell so unglaublich viele Bilder in der Warteschlange, dass ich gar nicht weiß, was ich zuerst machen soll. Auch das packe ich mal wieder ein. Ja, das war es tatsächlich schon. Ich bin gespannt und freue mich riesig. Also ich werde euch wie immer alle Artikel in der Infobox verlinken. Da findet ihr auch den Code, also den Rabattcode. Mit dem Code Melanie spart ihr 5% auf eure Bestellung. Nutzt den gern, es lohnt sich. Ich sag's euch, es lohnt sich. Ja, dann danke ich euch fürs Zuschauen und sage bis zum nächsten Mal. Tschüss.